Bonjour und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe. Vier? Ja, genau. Von Master of Orion. Zwei. Nummer zwei. Attack of the... Was? Battle at Antares. Ah, Battle at Antares. Okay. At Antares. Battle. Genau, wir sind da, wo wir euch eben noch vor einer Woche verlassen haben. Genau. Genau. Und wir sehen, oben rechts blinkt es jetzt schon rot. Das heißt, im Moment haben wir tatsächlich durch die beiden Verträge, die wir geschlossen haben mit den anderen Völkern, haben wir finanzielle Einbußen. Aber wie gesagt, das wird sich mit der Zeit verbessern. Was mir wichtig wäre, beziehungsweise lohnt, würde es sich jetzt schon lohnen, ach, die Umlaufbahn ändert sich ja, das ist ja cool. Würde es sich jetzt schon lohnen, ein zweites Kolonialschiff in Auftrag zu geben? Wahrscheinlich nicht. Das würde sich schon lohnen, ja. Also bislang haben wir ja nicht mal einen neuen Bevölkerungsmenschen bekommen. Nee, das stimmt, allerdings zählt ja auch die Nachkommastelle. Also insofern ist das, was du an Wohnungsbau bisher gemacht hast, in jedem Fall schon mal zielführend gewesen. Okay. Das ist okay. Du könntest jetzt eben die Produktion schon mal ändern. Was ich dir vielleicht empfehlen würde, wäre erstmal einen Koloniestützpunkt zu errichten, dass du eben im selben System dann nochmal siedeln könntest. Okay. Oder aber erstmal eine Frachterflotte, weil der andere Planet, den du da hast, im Moment nichts produzieren kann außer Nahrung. Und da könntest du einen Nahrungsüberschuss, den du hier erwirtschaftest, dann eben zum Teil dann dahin bringen mit der Frachterflotte. Das klingt doch sinnvoll, dann können die dann nämlich auch langsam anfangen, andere Sachen zu bauen. Genau, und danach kannst du ja direkt, ist ja eine Liste, kannst du dann den Koloniestützpunkt meinetwegen auswählen, dann steht das eben dann direkt danach, genau. Sehr schön. Wie ich dir eingangs in unserer Offline-Session dann erzählt habe, kannst du, wenn du hier Return gerade drückst, das Ganze eben auch steuern, unten links über den Colonies-Button, dann musst du nicht eben immer das jeweilige System auswählen, sondern da hast du eben deine komplette Liste der, der Kolonien. Und wenn du dann eben da auf zum Beispiel Frachterflotte klickst, dann kommst du direkt auf den Produktionsbildschirm. Wahnsinn. Es ist schon, also, ein optisches Feuerwerk. Ja, es gefällt mir. Gut, jetzt möchte ich natürlich ein bisschen weiter forschen. Mhm. Das Schiff hier kann jetzt auch weiter forschen. Das kann jetzt weiter forschen, genau. Und ich schlage vor, dass ich mich jetzt mal hier in diese Richtung begebe. Mhm. Das kannst du vermutlich tun. Werden ja die meine Freunde von dem komischen anderen Volk sich ja eher hier in diese Richtung ausweiten. Und du siehst im Moment alle Kolonien, die diese anderen Völker haben, ja, insofern. Aber, ja. Aber sie werden ja wahrscheinlich weiterreisen. Der Punkt ist, wir haben jetzt ja noch erst drei Völker eingeschlossen unseres entdeckt. Mhm. Das heißt, es fehlen hier noch fünf. Ach, es du ist Scheiße, also sehr ja. eng alles. Es ist ziemlich eng, ja. Das heißt, es wird relativ bald auch schon mit Kriegsaktionen dann mal losgehen können. Und dann würde ich auch empfehlen, dann mal Technologien zu erfinden, die das Ganze unterstützen. Ja. Aber für den Moment hast du ja noch nicht mal die hydroponische Farm erforscht. Ja, wir haben dafür ein neues System gefunden, in dem ein verstrahlter Planet ist und der ist auch noch arm und der hier ist unfruchtbar, aber ergiebig. Immerhin. Also ist kann man sich schon mal im Hinterkopf halten, aber es ist nicht das Gelbe vom Ei. Es ist nicht ganz das Gelbe vom Ei, genau. Nein. Und wir können eigentlich nur noch jetzt den hier bereisen. Ja. Alles andere liegt außer Reichweite. Ganz genau. Hoffen wir mal, dass wir da nicht zerstört werden. Ich bin zufrieden, dass bislang unsere Schiffe so viel ausgehalten haben. Was denn? Zwei Schüsse in die Luft haben die ausgehalten. Nee, dass aber nichts passiert ist. Ach so, ja, bisher. Ja. Wenn ich jetzt hier nach Altair reise, würden die das als kriegerische Handlung aufnehmen? Noch nicht zwangsläufig. Also sie hätten sozusagen das Recht, dich zu verscheuchen. Was dann aber noch nicht gleich bedeuten würde, dass ihr Krieg habt. Im Moment könntest du da so auch hinfliegen durchaus. Und wir sehen, dass ich jetzt nach dieser Runde auch wieder positive Entwicklung habe. Das heißt, wenn meine beiden Verträge laufen. Wenn du den Races-Bildschirm aufrufst, dann siehst du, okay, sie sind nicht mehr ganz so schlimm. Sie treffen dich nicht mehr ganz so hart wie sie eben. Sie hatten noch minus 4, ne? Ja, genau. Ja. Und das wird sich dann gleich eben auch noch ändern. Dann drücken wir nochmal auf Turn. Das ist ein Anführer. Wie man sieht, ist es ein Schiffskapitän, den du jetzt noch nicht anheuern konntest, weil du nicht das nötige Geld hast. Ich brauchte 140 Millionen, ne, und ich habe nur 82. Ja. Ja. Wirklich armer Schlucker. Du hast gerade das System Pandora dort entdeckt. Das hast du ein bisschen übergangen gerade. Ja, es tut mir sehr leid. Klick mal drauf.
Da ist nichts. Ja, keine Sorge, das ist kein Ladefehler, da kommt nichts mehr. Es gibt eben auch ganz leere Systeme. Ist aber ein gutes Puffersystem. Schon, ja, das Problem ist eben, also die Sternkarte ist jetzt nicht so besonders riesig und dann hofft man natürlich schon darauf, dass es auch überall was gibt, aber okay, dann ist es in diesem Fall halt mal nicht so. Gut, ja, wir sehen, dass sich auch meine Einkommen weiter erhöhen, das heißt, der hier ist schon besser gelaufen, der ist jetzt super geil. Wir haben keine Kosten mehr und warten jetzt darauf, dass die Forschungspunkte eintrudeln. Ganz genau das. Toll. Ich dachte ja, dass man noch irgendwie was einstellen kann. Also bei Handelsvertrag, ich gebe ihm Nahrung, er gibt mir das, aber das läuft ja von alleine. Das läuft von wir alleine. Wir handeln jetzt Güter, das machen meine Minister. Ich unterschreibe alles. Ja, ich soll mich gar nicht damit behelligen. Also ich unterschreibe alles. Nee, damit du auch weiter schön fleißig Diktator sein kannst. Ganz genau. Wir sehen dort auf dem kleinen Button für Forschung eben auch schon ein 1% deutsche. Ja, da kannst du auch nochmal reinzoomen. Sehen wir ein 1% stehen über der Anzahl der Spielzüge, die Forschung noch dauern wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass bereits im nächsten Spielzug die Forschung beendet sein wird, beträgt im Moment 1%. I'll take my chances. Achso, ja, jetzt haben wir eh ein paar Spielzüge übersprungen. Ja. Okay, da ist unser Top-Wissenschaftler. Sieht man am weißen Kittel. Könnte auch ein Koch sein. Ja, zumindest irgendwie... Ein klingonischer Koch. Ciao. Schneiden wir raus. Ach nein, das ist realistisch. Das ist Gameplay Raw. Okay. Das war. Jans Mitbewohner ist gerade rausgegangen und. Genau. Ja. Das ist mein Praktikant und Sexsklave. Okay. Ja. Das schneiden wir raus. Nach Möglichkeit. Ja. Okay, ja, genau. Wir haben hier diesen klingonischen Koch, der uns gerade erklärt, was hydroponische Farmen sind, nachdem wir ihm schon gesagt haben, erforscht die doch bitte mal. Ja, jetzt hätten wir eben hier das nächste Forschungsfeld, was dann schon 400 Forschungspunkte zur Erforschung kostet. Das gefällt mir nicht, dass das so teuer ist. Ja, es wird relativ schnell recht teurer. Allerdings, was finden wir denn so gut an der hydroponischen Farm? Wir können die jetzt errichten und können dadurch... Nahrung erzeugen, ohne Farm abzustellen. Also sprich automatisch. Ja. Was bedeutet das für die anderen Zweige der Arbeitsbereiche der Bevölkerung? Wir wollen natürlich auch gerne die automatisieren. Wahnsinn, das wie geht? Zum Beispiel Forschung. Forschung wäre zum Beispiel sehr lohnend und deswegen bitte ich dich einmal in die linke Spalte, das zweite von unten, dir genauer anzugucken. Da haben wir das Forschungslabor. Das erzeugt einfach so 5 Forschungspunkte. Umsonst. Immer? Immer. Jede Runde? Wenn man es gebaut hat. Okay. Ich hatte ja schon die Jägerbucht ins Auge gefasst, aber es ist wahrscheinlich noch überfrüht. Ja, also ich sehe jetzt gerade noch nicht so die Notwendigkeit, sich für den Kampf tatsächlich zu rüsten. Jägerbuchten heißt nicht, dass ich dann auch automatisch schon die Schiffe dazu bekomme, so als Anfangsbonus, sondern die muss ich schon noch bauen. Du musst die Schiffe bauen, du musst die auch mit den Jägerbuchten ausrüsten. Ja, insofern okay, lassen wir erstmal. Nee, vor allem, der Vorteil ist, wenn du ein Forschungslabor baust, dann kannst du unter Umständen einfach einen Forscher in die Produktion schicken und dann werden die Schiffe, die du bauen möchtest, umso schneller produziert. Sprich, Automatisierung ist in allen Bereichen gut. Ich hab's getan. Okay. Das dauert jetzt auch nur 18 Spielzüge. Cool. Ja, im Moment ist ja hier nicht so viel los. Ich kann nichts machen. Ich kann jetzt mal natürlich gucken, ob ich auf Ursa dieses Labor wurde jetzt noch nicht gebaut. Das musste ich jetzt irgendwie erst hinsetzen, ne? Genau, das allerdings musst du... Achso, du meinst die hydroponische Farm. Genau. Ja, die kannst du auch in die Produktionsliste... Genau. Und kann ich die theoretisch auch schon im Remastered-System... Da kannst du auch eine hydroponische Farm in die Produktionsliste setzen, bloß dass... Ich habe ja gerade noch keine Arbeiter, genau. Ich pack's nur schon mal rein. Mhm. Handelswaren? Ja, Handelswaren musst du dann wegmachen, weil es eine Endlosproduktion ist. Übrigens, die Leute haben da ja auch schlechte Moral, weil es keine Kaserne gibt. Will heißen, hier würde es sich auch lohnen, eine Infanteriekaserne zu bauen. Gut. Dann baue ich erst die Kaserne und dann die Farm. Um erstmal das Moralminus auszubügeln. Genau. Ja. Denn Moralminus schlägt auf alles. Genau. Das kennen wir doch auch alle. Ja, und da, wo du jetzt noch die Frachterflotte baust in Ursa, da würde ich dir empfehlen, vielleicht doch erst die hydroponische Farm zu bauen, damit du überhaupt einen
Aber jetzt habe ich Überschuss erstmal. Wird jetzt der Fortschritt hieran verloren gehen dann? Nee, das nicht, weil wir bauen erstmal einen Klumpen und ob er dann zur Frachterflotte oder zur hydroponischen Farm wird, das sehen wir dann. Ach so, ah. Das heißt, du kannst hydroponische Farm jetzt im Prinzip anklicken und ach so, okay, cool. Und nach oben schieben. Genau. Du kannst auch die Frachterflotte wieder über den Koloniestützpunkt, genau, dann haben wir es. Toll. Ja, so funktionieren die Listen. Ja, ganz im Ernst, ich würde vorschlagen, dass wir hier gerade einen Moment lang so weiterspielen und deswegen etwas die Leerlaufphasen vielleicht. Moment, ich drücke jetzt erstmal ein paar, erstmal auf Turn, wir gucken mal weiter. Passiert ja was. Geh noch nicht so weit. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind schon kurz vorm Krieg. Abgesehen davon, dass hier noch ein Pilot... Ich kann Commander Hawk einstellen. Stopp. Okay. Bevor du das tust, der kostet 50 Credits, Millionen Credits und kostet pro Spielzug... Ja, kostet noch ein Big Mac pro Spiel. Zug und... Der sieht aber cool aus. Ja, seine Eigenschaften, das verrate ich dir jetzt schon mal, sind jetzt nicht die allergeilsten. Also, abgesehen davon, dass er cool aussieht... Kommandant Hawk, es tut mir leid. Wenn du jetzt auf Leaders klickst und dann Ship Officers, da sind die beiden, die du getroffen hast, aber noch in der Liste. Die bleiben noch 30 Spielzüge lang immer dann verfügbar. Der hier, ne? Ja. Der Kapitän Tyrannos, der gefällt mir. Weißt du warum? Mhm. Der kennt sich gut mit Waffen aus. Der scheint mir ein Anführertyp zu sein. Mhm. Der, ich weiß nicht, ob du das kennst. Extreme Dinosaurs. Das waren die Extreme Dinosaurs. Das war Ende der 90er. Ist das sowas wie Bionic Six? Oder? Ja, okay. Nur mit Dinosauriern. Okay. Also 3000 Mal geiler automatisch. Ja, aber okay. Ich behalte mal im Hinterkopf, dass Tyrannos mir noch dienen kann. Ja. Noch ein paar Runden, theoretisch. Gut, dann drücke ich jetzt nochmal auf Turn, denn im Moment ist ja hier nichts. Tatsächlich am Anfang hat man immer mal so seine Leerlaufphasen, deswegen ist das auch nicht so schlimm. Oh Gott, ein neues Volk oder ein bestehendes Volk? Das sind die Daloks, die sich nur bedanken wollen, dass du den Forschungsvertrag mit ihnen hast. Sprich, dadurch hat sich jetzt das Verhältnis zu ihnen schätzungsweise auch schon ein bisschen aufgehellt. Ja, jetzt sieht man, es ist gelöst. Und das nicht ist eine mehr gelöste unsicher. Stimmung. Ja. Oh, kennt man doch. Ein, zwei Bierchen. Ja. Wir treffen uns im Bier. Wenn für das leibliche Wohl gesorgt ist. Genau. Ja, schön. 5 Freundespunkte. Ja, genau. Ja, dann warten wir mal ab, bis hier... Also du könntest krieg ich wirklich auch nach Altair fliegen mit deinem Schiff. Ne? Eine Frage, kriege ich denn auch eine Meldung, wenn das hier gebaut ist? Ja. Aber im Moment ist das hier noch im Aufbau. Das wird noch gebaut, allerdings ist es in 3 Spielzügen fertig. Ja. Sehr schön. Also das Errichten eines neuen Gebäudes ist für das Spiel ein signifikanter Spielzug, an dem man mich dann wieder reinholt. Ja. Okay. Was du tatsächlich machen könntest, wäre noch ein Schiff, genau. Also einfach nur zum Gucken, der wird dich also höchstens wegschicken oder sowas. Man ist ja eigentlich noch Freund. Ja. So, bitte, wenn du hier nicht auf das Schiff oder auf einen Planeten klicken würdest, dann wäre ich dir sehr verbunden. Hier? Ja, ich... Kannst erstmal hier close, dann kommen wir in den normalen Bildschirm. Genau, antike Artefakte. Die Heimatwelt der Altair, Alkari, die hat halt immer antike Artefakte, aus welchem Grund auch immer. Das erinnert mich ja schon sehr an Stargate mit den Antikern. Aber du bist ja in Stargate nicht so bewandert. Ich habe den Film gesehen damals. Ja, der Film hat nichts zu tun mit dem geilen Lore der Serie. Weißt du was? In der VHS-Packung des Films war auch eine CD enthalten, die Pyramidenform hatte, ja, und die dann das Main-Theme abgespielt hat. Also, geil. Da war man es noch gar nicht gewohnt, dass CDs auch andere Formen haben können. Krasser Scheiß, wirklich. Ja. Ja, toll. Mehr dazu in der nächsten Folge? Nein, wir bleiben dabei. Ja, ich hab den Countdown später angemacht. Ich weiß, wir wissen nicht, wie lange wir jetzt schon spielen, aber ich würde sagen, 5 Minuten haben wir noch. Ja, ich glaube auch ungefähr. Dann klick das erstmal weg, diese Meldung, und dann kannst du dir das System mal genauer angucken. Was du zum Beispiel eben auch darfst, ist in Systemen siedeln auf Planeten, wo zwar auch andere schon sind, aber halt auf einem anderen Planeten nicht. Da kannst du eben auch eine Kolonie gründen.
Zum Beispiel auf diesem unfruchtbaren, reichen Planeten. Aber gut, ich gehe jetzt erstmal wieder hier auf Klaus, denn ich kann ja nichts machen. Ohne Kolonialschiff oder Stützung geht das ja nicht. Das sowieso nicht, ja. Nee. Aber du hast es dir zumindest schon mal angeguckt und das ist eine Reise wert. Gut, dann lassen wir es einfach mal da stehen oder sollen wir lieber wieder wegreisen? Auf die Dauer würde ich dann vielleicht wegreisen, sonst sagt er dir irgendwann von wegen, wie wäre es, wenn ihr da mal wegreist? Gut. Ah, siehst du, das ist nämlich dann die Meldung, wenn du was gebaut hast. Da hättest du auch direkt auf die Meldung klicken können, um dann auf die Planetenansicht zu kommen. Okay. Aber im Prinzip verläuft ja alles nach Plan. Du hast das eine gebaut und baust jetzt das andere. Jetzt dürftest du ein nicht so gutes Futter-Dings haben. Also. Okay, meine Frage ist ja nur, was heißt das jetzt? Ich habe auch jetzt dieses blöde Ding noch da gebaut. Ja. Also brauche ich jetzt, also wie viel Futter produziert das denn? Nimm mal alle Farmer da nochmal weg. Und da siehst du immer noch zwei Maiskolben. Das reicht aber nicht aus, um mich zu versorgen. Nee. Okay, ich sollte, also was ist denn der Punkt hier? Im Prinzip, das kennst du vielleicht auch von Civilization, nein, hast du nie gespielt? Das ist lange her. Okay, in dieser Leiste gibt es dann ab einem gewissen Punkt dann einen kleinen Abstand. Und alles, was hinter diesem Abstand kommt, ist sozusagen Überproduktion. Das siehst du unten da bei dem Geld zum Beispiel. Das heißt, da erwirtschaftest du eben 4 Geld mehr, als du ausgibst. Ah. Das ist eben bei den anderen Sachen da genauso. Wie du siehst, bei der Produktion hast du da auch schon 2 Giftfässer. Das heißt, wir produzieren auch schon Verschmutzung. Und die zieht uns eben dann die eigentliche Produktion dann leider ab, denn diese Giftfässer wären eigentlich auch kleine. Wir haben auch schon mehr Bevölkerungsmitglieder. Ja, genau. Wir sind mehr geworden, ja. Soll ich dann vielleicht das hier machen? Ja, also. Mehr forschen und das Arbeiten geht ja eigentlich so von. Ja, also die Frachterflotte braucht jetzt 9 Züge. Solange hält es Remastered 1 vielleicht auch noch ohne Futter aus. Also ohne Produktion, besser gesagt. Oder. Ja gut, dann machen wir es mal so. Okay. Mhm. Und normalerweise, ach so, jetzt sehen wir da schon rechts am Rand -1 bei Futter blinken. Das heißt, es gibt immer noch ein bisschen Unterernährung. Das heißt, du brauchst wohl noch ein paar Mal mehr auf Ursa. Mensch, Ursa. Ach so, ja. Alles wieder und wie da siehst du, jetzt hast du schon eine Produktion zu viel und dieses eine Futter-Dings da würde dann, wenn du die Frachterflotte hättest, automatisch nach Remastered geliefert werden. Krass. Dann drücke ich jetzt nochmal auf Turn. Hat sich was getan? Irgendeine Zahl hat sich verändert. Achso, ja, und du bist in Pandora angekommen, genau. Ach, das ist der, okay. Ja, genau. Und jetzt haben wir unseren nächsten Durchbruch. Optronik. Ja, super. Du hast auch davon gesprochen, dass ich auch die Arbeiter vielleicht ersetzen kann durch Maschinen. Ja. Wie wäre das denn? Oben kannst du mal auf den Button Construction klicken, oben links. Da haben wir als übernächste Technologie automatisierte Fabriken. Okay. Mhm. Das heißt, du könntest dir jetzt eben erstmal aus dem Forschungsfeld eins aussuchen. Yes! Und da kommen sie, die Jägerbuchten. Darauf habe ich das ganze Spiel gewartet. Die werden automatisch mit deinen besten Kanonen ausgerüstet. Also im Moment nicht viel mehr als irgendwie eine Zwille mit einem Stein drin. Aber man baut ja vor. Ja. Ja, dann drücken wir nochmal auf Turn. Und da ist die Frachterflotte auch schon fertig. Und das macht die das jetzt automatisch? Die macht das automatisch, wenn du jetzt bei Remastered oder geh mal am besten in den Koloniebildschirm. Da könntest du jetzt eben auch die Bevölkerung von Remastered jetzt schon umsiedeln, also auf andere Bereiche dann verteilen. Und wir sehen, auch da ist es schon einer mehr geworden zum Beispiel. Genau, und dadurch können wir jetzt überhaupt erst anfangen zu bauen. Wir hatten da vorher noch keinen Arbeiter. Ganz genau das. Genau, das heißt, diese beiden werden jetzt ungefähr gleichzeitig fertig. Ich habe jetzt auf Ursa 1, ach scheiße, das wollte ich nicht, sorry. Habe ich, was ist das denn jetzt hier? Das ist ein Sack, das sind halt 10. Also ich bin jetzt gerade echt am Überproduzieren hier. Nö. Jetzt ist die Produktion wieder ach so, weil meine sozusagen bei plus minus null. Weil die wieder gestiegen ist, die Bevölkerung. Warum verschmutze ich denn jetzt, obwohl ich immer noch 3 habe? Wieso, obwohl du immer noch 3 hast? Ich hatte vorhin doch auch hier. Hier ist der neue Bewohner reingekommen, ne? Möglich, dass der ja, da genau, ja, erstmal gelandet ja, genau. ist, ja.
Aber die Verschmutzung in dem Grade ist wahrscheinlich nicht tragisch. Nö, das geht noch. Aber also wenn wir erstmal automatisierte Fabriken haben, dann wird sich die Produktion eben auch schon einigermaßen erhöhen. Ja gut. Ich würde jetzt mal das hier auch machen, weil ich habe das Gefühl, dass wir gerade gar nicht so sehr auf diese Forschung so, also natürlich brauchen wir Forschungspunkte, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr hier schneller einfach hier bauen möchte. Dass du eben schneller zu deinem Koloniestützpunkt kommst. Genau. Und alles. Ja. Gut, jetzt beenden wir die Folge aber. Ja. Wir danken euch fürs Zusehen und fürs Zuhören und einfach nur fürs Dasein. Wir haben alle eure Kommentare, die ihr in den letzten Wochen geschrieben habt, ausführlich gelesen. Nochmal besonderen Dank an Elfob. Ja, und besonderen Hate an Opossum of Death. Genau. Du Pisser. Hau ab. Oh, jetzt haben wir zu wenig Essen. Aber darum kümmere ich mich in der nächsten Folge. Ach Moment, das muss ich gar nicht selber singen.